Freistöße sind eine gute Möglichkeit, Tore ohne Gegenwehr zu erzielen. Wir zeigen dir einige Freistoßvarianten für verschiedene Situationen. Nutze den kraftvollen Freistoß für weite Entfernungen. Hier benötigst du einen Spieler mit hohen Werten bei Schusskraft und Freistoß. Wähle ihn mit RT aus. Spartak Moskaus Alberto Costa oder Benar von Athletic Bilbao sind gute Beispiele. Wir empfehlen einen Linksfuß für Freistöße von links und einen Rechtsfuß für Freistöße von rechts. Halte LB und drücke den linken Stick nach oben. Dann halte B bis zu drei Balken auf der Schussanzeige für Freistöße aus etwa 24 Metern. Bist du weiter weg, muss der Schuss stärker kommen. Ziele auf den Pfosten oder etwas mehr nach innen. Wenn sich die Mauer nicht bewegt hat, kannst du den letzten Verteidiger als Anhaltspunkt nutzen. Eine weitere Freistoßvariante kennt man vor allem von Cristiano Ronaldo. Ziel auf den Pfosten, schieße mit zwei Balken auf der Schussanzeige, wenn du am Strafraumrand stehst und drücke den linken Stick nach oben, damit der Ball über die Mauer fliegt und sich dann plötzlich wieder senkt. Wieder gilt Rechtsfuß für Freistöße von rechts und umgekehrt. Halte LB, drücke den linken Stick nach oben und versuche die Schussanzeige mit ein bis zwei Balken zu füllen, um einen harten, flachen Freistoß zu schießen. Wenn die Mauer hochspringt und dem Torwart die Sicht geraubt wird, hast du eine große Chance, dass der Schuss unter der Mauer durch ins Tor geht. Angeschnittene Freistöße sind von der Strafraumecke nützlich. Du brauchst einen Spieler mit hohen Drall- und Freistoßwerten wie Reus, Pirlo oder Messi. Nutze einen Rechtsfuß von der linken Seite des Tores und umgekehrt. Ziele mit einem Rechtsfuß zwei Spieler weit entfernt von der Mauer und ziehe den linken Stick im 45-Grad-Winkel nach hinten links, während du die Schussanzeige auf etwa zwei Balken auflädst. Und denk daran, schieß genug Freistöße auf das Tor und irgendwann wirst du Glück haben. Freistöße kannst du in der Arena trainieren, teste außerdem verschiedene Spieler in unterschiedlichen Freistoßsituationen aus. Schau in die FIFA-Spielerwerte, um zu sehen, wer der beste Freistoßschütze ist und um weitere Statistiken zu sehen. Abonniere unseren YouTube-Channel für FIFA 15 Tipps.